Die Straße führt durch den Mund in eine weitere, sich stetig wandelnde Landschaft unter einem Sternenhimmel. Als du durch den Mund trittst, siehst du in der Ferne eine identische Tür. Ein Zwerg steht regungslos davor. Du drehst dich um und blickst hinter dich, wo das Schädeltor vor dir siehst, das du eben passiert hast. Eine Elfe wartet auf der Straße. Genau wie der Zwerg steht sie regungslos da. Reglos da. Den Zwerg ansprechen. Du gehst auf der Straße weit in Richtung des Zwerges. Er blickt auf, als du dich näherst, aber du kannst nicht sagen, ob er dich anblickt oder durch in dich hindurch. Sein Gesicht ist glatt, aber schlaff, als wäre das Fleisch nicht mehr mit den Muskeln darunter verbunden. Plötzlich beginnt sein Gesicht sich zu verändern. Falten erscheinen um seine Augen herum. Sein Mundwinkel senkt sich. Es ziehen sich tiefe Linien von seiner Nase zu seinem Mundwinkel. Seine Wangen werden schlaff. Sein Fleisch hängt wie Teig herunter. Er hebt seine Hände, die er zusammengelegt hat, als würde er daraus trinken wollen. Sie sind voller Blut. Er führt sie zu seinem Gesicht und beschmiert sich von seiner neuerdings faltigen Stirn bis zu seinem fleischigen Wangen. Als er die dunkle, klebrige Flüssigkeit in seiner Haut massiert, verschwinden die frischen Falten. Die herabhängenden Wangen ziehen sich zurück und sein Fleisch strafft sich, als würde es wieder an seinem Schädel befestigt werden. Er hebt den Kopf und dieses Mal weißt du, dass er dich anblickt. Sein erneuertes Gesicht sieht aus wie eine Maske, unnatürlich glatt und still. Seine schwarzen Augen dahinter sind wie zwei hungrige Gruben, gähnend wie die leeren Münder von Totenschädeln. Komm, erbringe dein Opfer für die Ethik Noll. Sein Körper versperrt den Weg, er streckt dir eine blutige Hand entgegen. Seine Hand ergreifen. Du greifst nach seiner Hand, aber seine Haut gibt unter deinem Griff zu leicht nach. Als du deine Hand wegziehen willst, hörst du ein Geräusch, als würden getrocknetes Leinen zerreißen. Seine Haut spaltet sich entlang einer Naht, die an seinem Ende beginnt und sich über seinen ganzen Körper erstreckt. Blut sprudelt in solchen Mengen aus ihm hervor, dass du dir schwer vorstellen kannst, dass er je etwas anderes in sich getragen hat. Und tatsächlich, sobald das Blut den Zwerg verlassen hat, fällt er zusammen wie eine ausgetrocknete Hülle. Das Blut auf dem Pfad leuchtet mit der Essenz von tausend Seelen. Die Essenz verdampft, glänzende Fäden steigen in den Nachthimmel empor. Er jetzt, da er tot ist, kannst du weitergehen. Das Blut sammelt sich um deine Füße herum. Du blickst auf und siehst die Elfe ein Stück weiter die Straße hinab auf dich warten. Die Elfe ansprechen. Du beginnst in ihre Richtung zu gehen. Es sieht unnatürlich aus, wie sie steht. Sie ist zu still. Als du näher kommst, siehst du, dass ihre Beine sich zu einem schlanken Baumstumpf verengen. Statt Füßen besitzt sie knorrige Wurzeln. Sie hebt ihr Gesicht zu einer unsichtbaren Sonne empor. Ihre langen goldenen Haare haben die Farbe von Herbstblättern. Als du näher hinsiehst, erkennst du, dass ihr Kopf in Wahrheit mit Ranken und Reben bedeckt ist, aus denen strahlend gelbe Blätter hervorsprießen. Jedes der Blätter glänzt mit der Essenz einer ganzen Seele. Sie strahlt dich glückselig an. Langsam fallen die Blätter von ihrem Kopf und sammeln sich vor ihren Füßen. Sie verschmelzen mit dem Pfad unter ihr und fast unversehentlich sprießen neue Blätter anstelle der alten. Sie streckt ihre Sehne nach dir aus. Wurzeln wachsen aus ihren Fingerspitzen. Sie lächelt noch immer. Ihre ausgestreckten Arme versperren dir den Weg. Komm, pflanze deine Seele im goldenen Hain. Ihre Hand ergreifen. Ihre Wurzeln wickeln sich um deine Finger und werden starr und kalt. Ihr ausgestreckter Arm versteinert. Eine harte Steinrinde umschließt ihr Fleisch. Sie kann nur entsetzt zusehen. Du reißt dich von ihrem brüchigen Griff los. Ihre Füße stehen wie angewurzelt da, aber sie windet sich und zuckt, als würde sie versuchen, vor ihren eigenen sterbenden Gliedern zu fliehen. Die Versteinerung erreicht ihre Schulter und breitet sich schmerzvoll nach unten über ihren Körper aus. Sie kriecht ihren Nacken hinauf und die Elfe wirft ihr Gesicht nach oben gen Himmel wie ein Ertrinkender. Das Grau bedeckt ihr Gesicht und friert ihren letzten entsetzten Atemzug in Stein ein. Nun, da sie still und leblos ist, kannst du an ihr vorbeigehen. Nur die goldenen Blätter auf ihrem Kopf bleiben unberührt. Sie fallen eines nach dem anderen zu Boden. Sie verwelken und verkümmern, als die glänzende Essenz ihnen entweicht. Eine Stimme hallt auf der Straße wieder, kaum mehr als ein Flüstern im Wind. Bring sie zurück in das Rad. Du blickst auf und siehst vor dir das Schädeltor. Die Kerzen von Tyr Evnon blitzen durch den offenen Mund. Weggehen. Diener des Todes. Berat ist es leid, dass Sterbliche den natürlichen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt stören. Er hat mir zwei Personen gezeigt, die ihr Leben seit Jahrhunderten auf unnatürliche Weise verlängern. Ein Zwerg und eine Elfe. Berat, der Gott des Todes und der Wiedergeburt, hat mir eine Vision einer Elfe und eines Zwergs gezeigt, die auf einer Straße angehalten haben. Durch meine Bemühungen starben sie. Erst dann konnte ich den Weg weitergehen.
Ich glaube, der Gott will mir sagen, dass diese zwei Personen dem Tod schon zu lange ein Schnippchen schlagen. Wenn ich ihre Leben beende, ist Berat gewiss erfreut. Das Gesicht des Zwerges in der Vision schien auf unheimliche Weise ohne jedes Alters zu sein. Er schien sich mit dem Blut anderer immer wieder zu erneuern. Er sagte etwas von den Ethik Null. Wenn ich erfahre, wer oder was das ist, finde ich ihn gewiss. Die Elfe war in der Vision auf seltsame Weise einem Baum ähnlich. Sie erwähnte einen Ort namens Goldener Hain. Die Druiden des Goldenen Hains haben mir berichtet, dass Hohelwart in Irona oft nach Ulmküste geht, auf der Suche nach Heilmittel zur Verlängerung ihres Lebens. Ich nehme an, dass Irona die Elfe aus der Vision ist. Mhm. So, als nächstes haben wir Hiela. Bevor wir dann noch Galarin haben. Wobei ich nicht weiß, ob wir zu Galarin oder zum Magran beten. Dieser Schrein steht vor einem hellen Sternbild, dessen einzelne Sterne die ovalen Form eines Eisbildes Eisbilden. Zwei Flügel ragen aus den Seiten des Eis heraus. Zu Hiela beten. Du trittst an den Schrein und bereitest dich darauf vor, die rituellen Worte zu sprechen. Lebe jede Note des Lebensliedes. Deine Worte scheinen in der Luft zu klingen wie eine Glocke. Deine Stimme wird durch eine ungesehene Kunst melodisch und singend. Du schließt deine Augen, um zu beten. Während du in der Dunkelheit wartest, verändert sich die Welt um dich herum. Du spürst das Sonnenlicht hell und warm auf deinem Gesicht. Eine leichte Brise trägt Musik in deine Ohren. So lebendig sie diese Empfindungen auch anfühlen, weißt du doch, dass sie nicht wirklich sind. Du blickst dich um und siehst, dass du in einem Freilufttempel auf einem Berggipfel stehst. Er ist voller Elfen, Orlander und anderer Gestandener. Umgeben wird die ganze Szenerie von einem Rand von Bäumen, deren grüne Äste voller Vögel in allen Farben, Formen und Größen sind. Durun spuckt aus, ein Paradies für jene, die ihre Leben mit der Erkundung des Bedeutungslosen vergeuden wollen. Während sie die Bedeutung der wahren Welt schänden, oh, diese Bäume in Brand zu stecken, Wächterin. Jeder ist vollkommen in etwas versteift. Ein Orlaner sitzt vor einer Leinwand, einen Pinsel in der Hand und Gläser mit grün, blauen und gelben Pigmenten vor sich. Eine Elfe und ein Amaner stehen ins Gespräch vertieft am Rand des Tempels, ihr Ausdruck voller Entzücken. Andere kritzeln Verse oder einfache Skizzen auf Blätter und verlieren sich in den delikaten Details von Strichen oder Silben. Du spürst wieder die Brise, zwei Elfen, die sich sonnen, zittern leicht. Sieh dich doch um, alle diese Leute, die zusammenkommen, um ihre Schöpfungen zu teilen und... Keiner runzelt die Stirn. Was um alles in der Welt soll dieses Gemälde darstellen? Die größte Gruppe hat sich in der Mitte des Tempels versammelt. Sie singen eine üppige, chaotische Harmonie aus mehreren sich ergänzenden Melodien. Andere werden allein oder in Paaren von Sängern angezogen, als würden sie einem Windstoß oder einer Phrase des Liedes herbeigeweht. Ein Säuseln streift durch die Bäume, du denkst, es sei der Wind, doch das Zwitschern wird zu einem Kreischen, hunderte von Vögeln erheben sich in die Lüfte, alle in dieselbe Richtung, nur fort. Sargani hebt die Augenbraue, da nähert sich wohl etwas. Die Gläubigen blicken zu den Bäumen von ihrem Tun kaum merklich abgelenkt, doch der Wind wird stärker, verstreut die Blätter mit Gedichten und Zeichnungen, reißt ihnen die Lieder von den Lippen. Sie blicken gen Himmel und du folgst ihrem Blick. Eine dunkle Gestalt bedeckt die Sonne. Du kannst nicht erkennen, was es ist, doch als es sich ausbreitet und größer wird, scheint es den gesamten Himmel zu füllen. Der Wind peitscht über den Gipfel. Selten ein gutes Zeichen. Bevor du fliegen kannst, fällt ein Schatten über den Tempel. Er beginnt als dunkler Fleck in der Ecke und breitet sich aus. Er erreicht den nächstgelegenen Gestandenen, eine Orlanerin mit schwarzem Fell. Die Dunkelheit verschlingt sie und lässt nur eine Rauchschwade zurück. Die zwei Elfen, die du gesehen hast, ein Mann und eine Frau, fliehen. Du siehst sie kurz im Schatten eines Berges zusammengekauert. Sie scheinen dich ebenfalls zu sehen und sie strecken ihre Hände nach dir aus und rufen leise nach dir. Die anderen scheinen aber wie eingefroren zu sein. Als der Schatten vorrückt, verschwinden sie ebenfalls einer nach dem anderen. Der Sturm zerstreut ihre Asche und die verkohlten Überreste ihrer Schöpfungen. Die trauernde Mutter hält den Kopf in den Händen. Freudenlieder, die zu Schmerzesgeschreien werden. Welcher Sinn, welche Lektion kann in dieser Zerstörung liegen? Du blickst wieder zur Quelle des Schattens empor, doch die verdunkelte Sonne bildet einen gleißenden Strahlenkranz um die Gestalt herum. Du kannst keine Details erkennen, aber du spürst Hitze. Stelle meinen Tempel wieder her. Du blickst hinab und siehst, dass neben Hielas Schrein in
dass du neben jener schreienden Tier Evron stehst. Dein Puls rast und deine Haut ist schweißnass von deiner seltsamen Begegnung. Ja. Das ist das Nest über den Wolken. In den Bergen über Zwillingsulmen sucht etwas Dunkles den Hyela-Tempel heim. Man hat mich gebeten, diesem Schrecken ein Ende zu setzen. Hohepriester Kasfat und Hohepriesterin Onwen haben mir von dem Drachen berichtet und vorgeschlagen, ich soll Hyela selbst um Rat bitten. Möglicherweise kann ich in Tier Elvon im Bezirk Ulmkamp mit der Göttin Zielsprache halten. In der Vision der Göttin sah ich, wie die ihre Gläubigen von einem schrecklichen Ungeheuer terrorisiert und niedergestreckt werden. Wenn ich diese Gefahr banne, gewinne ich vermutlich die Gunst der Göttin. Die Vision hat mir einen Elfen und eine Elfe gezeigt, die vom Berggipfel flohen. Als ich sie zuletzt sah, versteckten sie sich in einem Steinkreis in der Ruine des älteren Tempels in Zwillingsulm. Wenn es in der Stadt einen Bezirk mit anderen Tempeln gibt, finde ich sie vielleicht dort. Sie könnten mir den Weg zu Hyelas Tempel zeigen. Ein Heimischer hat mir erklärt, dass der Hyela-Tempel jenseits der Nordlandschaft liegt, auf dem Gipfel eines Berges. Kasfat und Orwen, die zwei Priester, befinden sich aber in Altlied. Mhm. Yes. So, und jetzt beten wir wahrscheinlich noch zu Gallowayne. Mach ich mal vor, ein Quicksave. Vor dem Schrein sitzt das Sternbild eines Hundes, der seine Zähne fletscht. Ja, gucken wir mal kurz, welches ist Gallowaynes Phrase? Sage ich Ihnen, dass ich bereits versagt habe. Bitte mal ein Reh, sich als Abendessen zu präsentieren. Natürlich nicht. Man muss klüger, gerissener, stärker sein als das Reh, wenn man vom Wildbret träumt. Das Überleben beginnt mit der Stärke von innen. Ja. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Zu Gallowayne beten. Du kniest vor dem Schrein nieder und bereitest dich davor, die rituellen Worte zu sprechen. Ja, dann ist der Kampf, ist unsere grundlegende Natur, ist am Makran. Das Überlegen beginnt mit der Stärke von innen. Die Luft um dich herum bewegt sich und ein warmes Bild bläst über das Genick. Du riechst nasse Erde, nur ganz leicht. Als du vor den Schrein kniest, spürst du, wie du nach vorne gedrückt wirst. Du fängst dich mit den Händen und Knien ab. Du spürst warmen, feuchten Boden unter dir. Du blickst dich um und stellst fest, dass du auf einer Waldlichtung kniest. Der Geruch von Erde hängt in der Luft. Hinter dir befindet sich ein dunkler Raum mit von Kerzen beleuchteten Schreien. Vor dir hörst du ein Heulen wohl von einer Art Hund. Du bist dir sicher, dass dies eine Vision ist, aber die Haare auf deinem Nacken stellen sich dennoch auf. Ich komme um Gallowayne, um seine Gunst zu bitten. Das heulende Tier verstummt und du hörst im Gebüsch in der Nähe ein Rascheln. Jemand beobachtet dich. Zurückheulen. Das Tier antwortet mit einem Winseln, seine Stimme hoch und klar. Im dichten Unterholz bewegt sich etwas. Schwere Pfoten sind auf dem nassen Gras zu hören. Du bist nicht sicher, ob die Kreatur dich jagt oder nicht, aber instinktiv verfolgst du sie. Als du durch die taubbenetzten Büsche und das dornige Gestrüpp stolperst, fühlt sich jeder Schritt länger an als der vorherige. Du atmest die frische, klare Luft mit tiefen Atemzügen ein und spürst neue Energie. Der Rhythmus deiner Schritte und das Klopfen der Pfoten des Tieres lassen das Blut in deinen Ohren pulsieren. Du eilst voraus, dem Geheul des Hundes hinterher, als plötzlich vor dir ein Kiefer zum Boden kracht. Ein gewaltiger Bär springt in die Lücke und brüllt. Er erblickt dich, du machst kehrt und eilst in die entgegengesetzte Richtung davon. Über den gefallenen Baum springen, Kiefernzapfen knacken unter deinen Füßen, der Bär tapst dir hinterher. Du spürst einen heißen Atem im Nacken, deine Nase füllt sich mit dem Gestank von Blut und Gemetzel. Du siehst eine Lichtung hinter einem Dickicht und sprintest darauf zu. Als du durch das Laubwerk brichst, siehst du eine gewaltige Löwin auf der Lichtung vor dir liegen. Mit einem letzten Schub Energie wechselst du die Richtung und stürzt dich in die Büsche. Du rechnest damit, dass der Bär jede Sekunde über dich herfällt. Dann hörst du ein wütendes Brüllen auf der anderen Seite der Lichtung. Der Bär ist am Rand der Lichtung stehen geblieben. Er schlägt in die Luft mit Klauen, die groß genug sind, um eine Rüstung zu zerreißen. Aber er geht nicht weiter. Die Löwin ihrerseits setzt zum Sprung an. Sie knurrt, die Ohren an den Kopf angelegt, aber sie macht keine Anstalten, den Andringling anzugreifen. Balegina stupst sich mit dem Ellbogen an. Worauf wartest du? Wenn du die Beute bist, nutze jede Fluchtgelegenheit, die sich dir bietet. Du drängst dich weiter zurück in die Blätter und beobachtest die zwei mächtigen Raubtiere.
Als du rückwärts kriechst, berührst du mit einer Hand etwas Pelziges. Ein warmes Seufzen ertönt. Du hältst regungslos inne und drehst langsam den Kopf, um zu sehen, was hinter dir wartet. Zwei bernsteinfarbene Augen leuchten in der Dunkelheit. Vielleicht sollten wir unser Glück mit den Bären versuchen. Sie begegnen deinen Blick kurz nur und wenden sich dann dem Pad auf der Lichtung zu. Der Hund hinter dir beginnt zu gähnen mit blitzenden Reißzähnen. Als du dich wieder umdrehst, sind der Löwe und der Bär verschwunden. An ihrer Stelle befindet sich der steinerne Rachen eines Wolfes, weit genug aufgerissen, um dich in einem Stück zu verschlingen. Dahinter siehst du den Umriss eines Tempels über dir thronend, aber nur unklar zu erkennen. Blut muss den Rachen nähren, Wächterin. Sorge dafür, dass ein wahrer Meister herrscht. Zurück nach Tir Evongrien. Die alte Königin und der neue König.